aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitterlüt. Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen schon alles, die Schweiz ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Heute fordern wir die Klosterschwestern raus. Ja gut, aber jeder Mann bescheisst nicht, oder? Ich verstehe es nicht, das heißt. Ich bin im Zuckerland unterwegs. Excuse, in meinem Zuckerland. Und gehe Traditionen nach, die man so nicht erwartet. Gell, wartet ein bisschen auf mich, bitte. Zuerst mal in meinem Leben wollte ich über den Zuckersee, bei 12 Grad. Und auch sonst geht die Post ab bei meiner Heimat. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Komm, da, Moment. Zwei Minuten. So, jetzt bin ich parat. Moment. Entschuldigung, es ist ein bisschen hektisch am Morgen bei uns, aber Sie kennen das. Jetzt bin ich parat, die Familie ist aus dem Haus und wir starten mit dieser Sendung im Zuckerland. Und wir machen das von da aus, buchstäblich von mir daheim aus. Ich möchte Ihnen unter anderem in dieser Sendung zeigen, wo wir diesen Stuhl hier haben restaurieren. Und als erstes mache ich das, was ich immer am Morgen mache. Oskosch, komm da. Komm. Komm, wir gehen. Zuerst ein Blick auf die Karte. Zug ist der kleinste Kanton in der Schweiz. Er grenzt an Zürich, Schweiz, Luzern und Aargau. Und liegt gerade so zwischen Mittelland und Voralpen. Die Lorzen ist der Hauptfluss. 17 Kilometer lang entspringt der Megerisee und verlässt den Zugersee schlussendlich wieder Richtung Norden. Heute starte ich im Ennensee, das Buenas, wo ich mit meiner Familie daheim bin. Mit meinem Hund gehe ich in Kilchberger Wald laufen und zeige euch dort meine Kultstätte. Es ist eine sagenumwobene Steinreihe. Dann gehe ich auf Oberriesch und steige bei meinem Nachbar auf sein Fischerboot. Er ist noch einer der wenigen Berufsfischer auf dem Zugersee. Von Cham führt mit Lorzen zu den Schwestern im Kloster Frauental. Der Kilchberger Wald zu Buenas liegt buchstäblich vor meiner Haustür. Hopp! Hier habe ich sie entdeckt. Eine 240 Meter lange Steinreihe. Und da. Und bis vor kurzem habe ich auch nicht gewusst, wie diese Steine hierher gekommen sind. Über die Jahrzehnte sind Mythen gewachsen. Die Rede war unter anderem von einer germanischen oder keltischen Grabstätte. Und für Gespürschmi-Leute hat das Naturdenkmal schon seit eh und je als besonderer Kraftort gegolten. Platz? So ist fein. Oder Sitz, ja. Aber die Erklärung ist ganz simpel. Die Steinreihe hat mit Okkultismus gar nichts zu tun. Ich kann mir sagen, vor etwa 100 Jahren hat ein heftiger Sturm da gewütet und hat den Wald geholzt. So wie damals der Lothar. Und dann war das Anfang des Ersten Weltkriegs. Die Leute hatten sowieso nichts zu essen. Und dann hat man aus dem Wald einen Herdöpfelacher gemacht. Und die Steine haben natürlich gestört. Im Acher hat man sie auf die Seite geräumt. Und darum hat es die Steinreihe gegeben. Du dich heim, Oskar, kommst du nachher gar nicht an den See.
Der See ist nur ein Katzensprung von mir daheim weg. Ich habe sie auch ein bisschen vorgewarnt, dass es ein Heimspiel gibt. Weil der Nächste, den ich jetzt treffe, ist ein Nachbar von mir. Und weil wir am Zugersee sind, gehört ein Fischer in die Sendung. Und der Marcel Wismer ist einer von noch 5 Berufsfischern vom Zugersee. Wir sind zwar Nachbarn, aber in seiner Fischerhütte bin ich heute zum ersten Mal. Salut Marcel. Hallo. Leck. Schau jetzt. Jetzt entdecke ich doch noch etwas Neues in meiner Heimat. Ich habe nicht gewusst, dass du da unten bist. Ja, das ist neu. Also seit 3-4 Jahren. 3-4 Jahre. Ach, eben, gell? Wismer Buenas. Das Wasser ist halt ganz klar. Ja, es ist super. Ja, ja. Geil. Casino, Party. Ah, sicher. Ja, ja, von denen gibt es ja etwa mal, gell? Der Marcel ist zwar pensioniert, geht aber immer noch jeden Tag Netz auswerfen. Wann hast du das gesetzt? Gestern Abend. Ja, du darfst eigentlich nie zu lang setzen. Jetzt kann ich hier drücken, dann hilft dir natürlich zu ziehen. Das ist jetzt. Das Hasli. Das ist das Hasli. Und das ist ein kleines Hechtli. Das fällt sich über. Ja. Warum fischst du immer noch? Du wärst ja pensioniert, längstens. Ja. Mein Grosskind hat schon gesagt, der Grosspapi wird nicht pensioniert. Der Fischer wird nicht pensioniert. Das ist etwas. Naturberuf. Das ist ein Segel. Das ist ein Segel, ja. So einen ganz brötelt, ist für mich ein Traum. Und Röteli? Ja, früher war das ganz verrückt. Auf die Röte, auf die Zuckerröte gebraucht hat und die Wirtschaft, der Wahnsinn, und ganze vor allem, das ist heute alles ein bisschen vorbei. Und dann hast du angefangen, oder? Ja. Weil du hast eben nicht zu viel grosses Geld geschmeckt hast und gesagt, das ist jetzt Zürich Fischer. Ja. Nein. Ja, ich glaube, es sind noch. Weißt du? Das ist 74, oder? 74. Also ich habe natürlich in. Hecht. Weißt du, wieder. Wir waren 12 Kinder und mein Gott ist in Walchwil. Das war die Schwester seines Vaters. Die Fischerei hatte. Da war ich immer in der Ferien. Nachdem bist du immer fischen. Das ist ein paar Franken verdienen. Aber hat es eine Zeit gegeben, in der du richtig gut gelebt hast vom Fischen? Hat es es mal gegeben? Ja. Ja, nebenbei. Ich würde sagen, etwa 3 Jahre habe ich nebenbei. Also hätte ich leben können. Aber noch wieder nicht. Darum musst du heute 2 Berufe eigentlich haben. Die richtig grossen Fische sind aber sowieso nicht im Wasser am Zugersee, sondern am Ufer. Wie das Schloss Buenas im Besitz der Basler Roche. Da kommt der Einfachbüzer nicht einfach so rein. Weißt, ich mag ja, dass der Pharmaindustrie schon gönnen, dass sie da so eine ganze Halbinsel gekauft haben und dass sie jetzt ihre Leute da drauf ausbilden in dem Seminarzentrum. Aber es reut mich manchmal schon, dass ich nicht mit dem Hund hier laufen kann. Wir zwei hätten doch das kaufen können. Mein Vater war ein Pöstler, wir hatten 12 Kinder. Und dann musste er eben auch, wir am Abend um 9 Uhr einen Brief oder ein Päckchen bringen, Express. Dann durfte ich auch mit dem Velo gehen. Und da hat man den hinten von vorne, da hinten durch den Wald. Da hatte ich auch ein bisschen Angst bekommen. Da doch müssen gehen, oder? Aber man konnte vorne läuten, da hat der Portier aufgetan, da durfte ich hinten fahren. Das geht gut, dann kann ich drüber guppen. Dann kannst du wieder kehren. Marcel, wir sehen uns. Gut, merci, gell. Ciao. Ja, danke dir vielmals. Bis gleich wieder. Viel Glück, gell. Ja, danke. Ciao. Tschüss, gell. Zu Cham fließt die Lorzen aus dem Zugersee. Und der Fluss führt mich Richtung Norden ins Frauental.
Seit 1231 gibt es dort ein Kloster. Es ist eine Gemeinschaft der Zisterzienserinnen. Das ist das Kloster Frauental, das kenne ich natürlich. Aber nur von außen. Da innen sind Zisterzienserinnen. Benediktinerinnen wäre einfacher Zeit zum Aussprechen. Ich war noch nie drin, aber das soll sich jetzt mal ändern. Ich habe abgemacht mit der Schwester Benigna. Grüß Gott, Herr Herzmann. Ja, sind Sie die Schwester Benigna? Ja. Ich sehe nur ein Auge. Ist gut. Ja. Ich komme jetzt gerade raus. Dann ja, sehr gerne. Also, so freut mich sehr. Grüß Gott, Herr Herzmann. Grüß Sie, Schwester. Ich komme zu Ihnen kröpfeln. Wir haben abgemacht. Ja. Und würde gerne natürlich noch ein Kloster sehen. Von innen. Ich kenne es nur von außen. Also innen können Zwillinge können sie natürlich nicht, aber wir könnten den Kreuzgang laufen und da noch ein durch Oberchor gehen. Ja, sehr gerne. Sehen Sie es. Wieso komme ich nicht überall? Ist das? Wissen Sie, das ist Klausur. Ja. Und Klausur, das bedeutet, dass einfach das nur für Klosterfrauen ein Raum ist, oder? Und das ist seit eh und je so? Eigentlich schon, ja. Da haben wir noch nie einen reingelassen. Also heisst natürlich, wenn ein Doktor kommt oder wir müssen etwas arbeiten. Ja, ich habe nur ein abgebrochenes Studium. Also, gehen wir los. Zisterzienserinnen führen ein einfaches Leben und sie lassen sich voll und ganz auf Gott ein. Trotz Leben in der Klausur zieht das Weltgeschehen aber nicht an ihnen vorbei. Was bedeutet Ihnen diese Kirche? Also sehr viel. Wir schöpfen hier viel Kraft. Und einfach, wir bringen alles auch hin. Wir bringen da unsere Anliegen. Wir bringen die Anliegen von der ganzen Welt hier hin. Kirche, einfach alles, was mir auf dem Herzen liegt. Aber die Anliegen von der ganzen Welt, das ist ja mittlerweile fast nicht mehr zu bewältigen. Einfach klar. Einfach, wir tun es so gut, wie es geht, geistig. Und jede von Ihren Mitschwestern kann das Gleiche genau gleich gut oder können Sie zum Beispiel etwas besser? Also jede hat seine Fähigkeiten. Was sind Ihre Fähigkeiten? Ja, was muss ich sagen? Vielleicht ich bin jetzt einfach hier im Gebet. Also singen, beten. Können Sie richtig gut? Ja, und sonst bin ich einfach noch ein bisschen der Krankenpflege, ein bisschen, wo ich noch ein bisschen helfen könnte. Wenn müssen wir gehen, kröpfeln? Viertel ab 9 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, wir sollten langsam, oder? Nicht, dass wir das noch verpassen. Einmal in der Woche wird gewürzelt. Aber wenn ich gewusst hätte, wie streng mir dabei auf die Finger geschaut wird. Grüezi miteinander. Ja, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie. Jesus. Grüezi, Schwester. Das ist der Cordula. Cordula? Ja. Hartmann, freut mich sehr. Schwester, guten Maria Morgen. Regina. Maria Regina. Innocentia. Innocentia? Innocentia, ja, hoffentlich. Oder? Die Unschuldigen, ja, da hoffe ich schwer. Ich kenne die Kröpfer, ich kenne ich seit etwa 30 Jahren. Hey. Wir müssen immer auf der Schulreise, oder wie heisst das, Bittgang? Ja. Von Hünenberg her ja. Sind wir ins Kloster Frauental. Und dann hat es immer die Kröpfchen gegeben. Ja. Ja, Sie kennen mich wahrscheinlich schon so als kleiner Bub. Sie wissen das nur nicht. Warum sind Sie eigentlich damals, vor 54 Jahren, in das Kloster eingetreten? Also, ich hatte Klostergedanken. Ich bin auch mit Schwestern in die Schule gegangen, Ingebohlen-Schwestern. Mhm. Aber das habe ich, das geschlossene Kloster habe ich erst hier gelernt. Ich finde es auch ein bisschen. Sie können gerade oben anfangen. Ja.
Und dann? Also ich bin nicht gerade so schnell entschlossen. Sie müssen das ganz schön machen. Ah, sehen Sie, das muss man ganz schön auch nicht tun. Sonst ist das Köpfchen nachher nicht schön. Ja. Dann reklamieren die Leute, wenn sie kaufen. Ja, dann reklamieren sie gescheiter mal bei mir. Genau, das ist gescheiter. Wir müssen ganz schön, das ist ganz schön. So. Das. Ja, so ist es besser. Ganz schön, das ist bei sechs. Nicht lachen, Schwester, sie hat absolut recht. Ich habe einfach einen Schritt gemacht und habe doch gemerkt, dass das ist. Was hat denn der Freund gemeint damals? Der hat. Er ist mir gerne noch besuchen. Ist nicht wahr? Ja. Aber der ist leider. Er ist. Am 63 bin ich eingetreten, am 72 hat er geheiratet und am 94 ist er gestorben. So. Sie wissen aber gut Bescheid noch über das. Haben Sie da immer noch ein bisschen Kontakt gehabt? Also, er ist mir zweimal besuchen. Ja. Und ich habe eine Todesanzeige bekommen. Und ja, ich habe eigentlich ein bisschen gewusst, was läuft und geht. Jetzt ist schöner, ja. So ist ganz gut. Und Sie sind wann eingetreten? Am 62. am 25. März. 22. Ich war. Zehn Geschwister, die gehabt, sind wir gewesen. Und sind noch andere Geschwister, die auch ins Kloster? Nein, alle waren dagegen. Die ganze Familie, Zeltner und alle. Ich habe gesagt, ich komme wieder heim. Geht in Ordnung, kommst du wieder heim. Mit 18 habe ich gewisse Heiraten nie. Aber was habe ich nicht gewusst? Das ist die Väter. Einfach, weil ich warum. Ja, das kann man glaube ich, nicht erklären, oder? Einfach kein Mann wählen. Ich brauche keinen. Ja, das ist ja gut gegangen, oder? Ja, ich bin immer auch. Ich bin ja nicht beschissen worden. Ja gut, aber jeder Mann bescheisst nicht, oder? Also, jetzt tun Sie mir aber Unrecht. Ja? Das geht echt. Ja. Ich verstehe nicht, was ich sage. Ich war einfach ein Ruf und gerufen. Was? Immer wieder kommen. Was sind denn jetzt, so kann man das sagen? Das klingt vielleicht blöd, das klingt wie wenn ich die Ferien buchen möchte. Aber was sind denn so die Vorteile, wenn man so lange Zeit in so einem Kloster drin war? Ja, man muss gerne beten, wenn man ins Kloster muss. Wenn einer nicht beten muss, muss nicht reinkommen. Ja, sehr pragmatisch. Ja, ja. Ja, genau. Schwester. Danke, herzlichen Dank. Ihnen auch alles Gute. Sehr spannend. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir geben doch ein bisschen Zeugnis in die Welt raus. Ja, Sie werden sich vor Bewerbungen nicht können retten. Bin ich überzeugt. Gute Zeit. Ich gehe weiter Richtung Norden der Rüss entlang. Und da habe ich das Naturschutzgebiet ganz allein für mich. Und da sagen sich Has und Fuchs, also in dem Fall Familie Reh und der Has schon gleich gute Nacht. Ganz vorne im Kanton Zug ist der Rüsspitz, wo die Lorze in die Rüss verschwindet. Da, wo ich jetzt stehe, ist auch der tiefste Punkt des Kantons und gleichzeitig auch Endstation vom Zugerland. Meine Route führt mich am nächsten Tag früh in die Höllgrotte zu Bar, noch vor dem Ansturm der Schulreise. Was ich dort vorhabe, ist für Schnapsnase und sowieso erst ab 18. Dann laufe ich auf Neuheim und treffe den Cheesy. Er repariert historische Töpfe und fährt mich durch die magische Moränenlandschaft. Am Schluss lande ich im Poststadl. Strafanstalt und einziger Ort im Zugerland, wo noch die traditionellen Kriesikratten und Korbstühle gemacht werden.
Die Lorze führt mich bei Tagesanbruch einmal mehr zu meinem Ziel. Durch die Lorze Doppelschlucht gehe ich zu den Höllgrotten. Der Klassiker von jeder Zuckerschulreise. Ich habe sie als gigantisch in Erinnerung, so als Kind. Aber es ist ja schon ein paar Jahre seither. Heute gehe ich in den hintersten Zipfel der Grotte, wo man sonst gar nicht her darf. Es ist ja schon eine Tropfsteinhöhle, aber dass ich von Kopf bis Fuß so regendicht eingepackt bin, hat einen anderen Grund. Ich habe abgemacht mit dem Hans und der Evelyn Etter und die lagern da in der Höllgrotte einen flüssigen Schatz. Und für dass ich zu dem herkomme, muss ich durchs Wasser. Scheint's. Es ist eine Tropfsteinhöhle aus Tuffstein. Und sie ist über 6000 Jahre alt. Die zwei Fässer hier, die sind ein bisschen jünger. Aber um die geht es jetzt. Hans? Hans! Ah, da sind ihr! Du! Wären Sie nicht in einen normalen Kühlschrank gegangen? Das ist viel spannender hier innen. Ich wollte euch nicht stören beim Trink. Gehen ihr zwei da ein bisschen heimlich Whisky abzapfen? Genau. Zali, Eveli. Hoi, Nick. Ja, musst mir die Hand. Trink du zuerst und nachher kannst So, jetzt haben wir das Sätzchen. Warum macht ihr das hier in dieser Höllgrotte, in diesem Wasser innen? Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Einerseits ist das total feucht, und zwar das ganze Jahr. Dann ist das die optimale Bedingung für den Reifeprozess in einem Fässchen. Denn jetzt hier, die hier sind, die liegen jetzt im Wasser. Wir haben noch andere Kammern, die nicht im Wasser sind. Aber im Wasser ist es eine Gebung, weil Holz, das im Wasser ist, das ist völlig dicht. Also viele Leute meinen dann, ja, es geht Whisky ins Wasser. Und das Wasser geht in Whisky, das stimmt natürlich nicht. Das ist wirklich, also schöner geht es nicht mehr. Und du bist eine der einzigen Whisky-Brauerinnen der Welt? Nein, nein, ja? Es gibt andere. Aber es ist ein untypisches Frauengetränk. Entschuldigung, oder? Aber, mein... Eher, aber vielleicht immer weniger. Ich denke, es gibt immer mehr Frauen, die das auch gerne geniessen. Was ist speziell an dem? Er ist fein. Fein, harmonisch, weich. Darf man denn als Etter etwas gerne haben, das nicht Kirsch ist? Sicher. Ich weiß nicht, warum nicht, obwohl ich Kirsch immer noch am allerliebsten habe. Du bist in die Dynastie hineingeboren worden von Etter. Für dich hat das als Kind schon zum Grundnahrungsmittel gehört. Schnaps. Was haben wir da für eine Regelung daheim? Keine. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass es eine gab. Sie haben alles dürfen probieren und sie haben es auch nicht gern gehabt. Nein. Und ein Problem mit dem Alkohol hätte ich in eurer Familie nie gehabt? Nein, das ist etwas ganz Faszinierendes. Unser Vater hat uns Kinder immer mit auf den Weg gegeben. Denke daran, wenn er zu viel getrunken hat, dann sind die schlechteste Werbung für unsere Firma. Wenn ihr keinen Alkohol trinkt, sind ihr auch die schlechteste Werbung für unsere Firma. Jetzt wisst ihr, was es tut. Ich gönne das. Ist wirklich überraschend. Bist du zufrieden? Sehr, ja. Sehr. Dann gehen wir regelmässig. Ja, so alle zwei Jahre. Merci. Von der Farbe her ist es auch gut. Ja, ja. Ich kann noch etwas dunkler werden. Mhm. Das ist ein richtiger Single Malt. Ja. Und der liegt wie lange da unten? Der ist am 27. Oktober 2010 eingefüllt worden. Schön, ne? Man hat ein bisschen das Gefühl, wir sind auf einer Pirateninsel, wenn man da hinten kommt. Ja, ja, genau. Gell? Nick, willst du schon mal ziehen? Achtung, vorsichtig, uneben. Jetzt kann man hier so Stadiebeton drücken. Super, machst du das perfekt. Bravo. Also besser wieder ich vorne. Bravo. Wunderschön. Und jetzt musst du da
Oben, wieder da. Ja, prima. Jetzt kommt's. Ein schwer verdienter Schluck, aber grottenfein. Meine Reise geht weiter in die Bergregion des Kantons auf Neuheim zum Cheesy. Bei ihm um eine Ecke sind die Hügel mit ihren Linden oben drauf. Das sind die typischen Moränenlandschaften. Perfekt für ein Ausfährtchen. Das ist der Cheesy. Das ist sein Übernamen und kommt von einem Apachenhäuptling, weil er als Kind gerne die Indianer hat. Heute fliegt Thomas Zürcher mit Leidenschaft historische Zweiräder. Vor allem englische Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg. Cheesy! Ja, hallo da. Hey, nicht der Nick. Ciao. Lange nicht mehr gesehen. Boah, das ist ein Bubenzimmer. Hä? Oder schmecken tut's wie daheim? Ja, bei mir nicht. Aber es schmeckt ganz fest nach Öl und nach Benzin. Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und ich habe nicht gewusst, dass du da so eine sättig schöne Werkstatt hast. Das ist dein Wohnzimmer. In dem Sinn, ja. Das ist zart rosa. Ich habe nicht gewusst, dass du auf sättiges Zeug stehst. Ja, du musst es nicht übertreiben. Es ist für meine Freundin. Warum hat es dir die englischen Töpfe so angetan? Ja. Ich sage es immer so, weißt, es hat auch früher schon Leute gegeben, die haben ein Ross gehabt, und andere, die haben einen Wagen gehabt. Und irgendwie auf dem Ross ist halt einfach viel dynamischer, viel näher an der Sache, viel näher an der Natur, wenn du so willst, sogar, als immer einen Wagen innen sich kutschieren. So. Und das ist mein Zuhause für die nächsten paar Minuten. Ja. Man ist da auch nicht so schnell. Aber natürlich sicher, wie Abraham Scholz, da ist schon fast jede Neuheimer in einer gesessen, in jedem Jahr. Also kannst du auch sicher getrost sein, dass du keine Angst musst haben. Also, das ist das für Führerfahrzeug von Neuheim? Ja, das kannst du so nicht verstanden? Sagen. Nein. Und schon verführt er mich. Tolle Maschine und eine wunderschöne Gegend. Das ist die Moränenlandschaft. Also, schau mal, das ist wie eine Postkarte heute. Das da, gell, das sind alles Moränen. Das heisst, da irgendwo ist da überall mal Gletscher gewesen. Ja, die Wissenschaft behauptet das, aber eigentlich war es anders gewesen. Das war alles mal tätschärden flach gewesen und gar nicht der Linkgletscher. Und dann haben die Bauern irgendwann gefunden, sie hätten zu wenig Land. Sie haben mit dem Teufel einen Deal gemacht. Und dann hat der Hurt die Hügel aufgestoßen, dass sie mehr Land haben. Oder? Sie haben ein paar Seelen gegeben und er hat mehr Land versprochen. Und anstatt dass das mehr Fläche geworden ist, hat er einfach die Hügel gestoßen. Und zum dem Einhalt gebieten, haben sie überall auf die Hügel auf eine schnelle Linde gepflanzt, dass er nicht mehr hätte weiterstoßen können. Das ist eigentlich die richtige Geschichte. Das heißt wirklich, auf jedem Hügel hat es eine Linde? Ja. Komm. Ich muss. Und dort, wo ich jetzt her muss, wo sonst eigentlich niemand freiwillig her. Ins Gefängnis. Perfekt. Da wären wir. Ja. Besser als jede Massage. Jetzt gehe ich mit Schwung in die Poststadel. Wer triffst du überhaupt? Ich gehe in die Korberei. Ah. Und gehe schauen. Ja, das passt doch. Wer denn eigentlich noch als einziger Krisenkörper macht im Kanton Zug? Ist nicht wahr. Cheesy.
Danke dir vielmals. Ich habe mich gefroren, ja. Ja, ganz wiederseits. Ja, gute Fahrt. Der Postadel ist eine interkantonale Strafanstalt. Da innen sitzen die schweren Verbrecher ihre Strafen ab. Zum Teil lebenslänglich, zum Teil sind sie sogar verwahrt. Wenn Sie jetzt wüssten, wie es mir geht. Ich bin aufgeregt. Es ist eine grosse Portion Neugier dabei und viel Respekt. Grüezi, Herr Strickler. Grüezi, Herr Hartmann. Willkommen in der Strafanstalt Postadel. Ja, danke vielmals. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ja, das glaube ich Ihnen. Würden Sie bitte das Handy und Ausweis abgeben, inklusive Schlüssel, alles, dass wir hier gerade mal alles hier lassen können. Das ist wie am Flughafen, hä? Ja, das ist wie am Flughafen, das ist so, ja. Kommt gar nicht mehr rein. Nein, wir schauen natürlich wirklich darauf, dass da wirklich eigentlich gar nichts mehr reinkommt. Ich bin sauber. Gut, dann begleite ich Sie begleiten in die Kochfechterei. Hoppla. Das ist meine Schlüssel. Das ist mein Finger drin. Gut. Jetzt kommen wir dieser Sache schon näher. Ja, jetzt geht es in die Kochflechterei. Der Leiter ist Marco Peter. Peter. Freut der mich. Hartmann. Ja, Hartmann, grüezi, Peter. Peter. Gut. Danke vielmals. Miteinander. Haben Sie mal gezählt, wie viele Körbe dass Sie schon geflochten haben? Gezählt? Nein. Nur weiß viel, ja. Viele Jahre. Körbe? Hier 17 Monate. Okay. Seit 17 Monaten flechten Sie hier Körbe? Ja. Haben Sie schon einmal Kirschen gepflückt? Selber am Baum? Ja. Ja. Aber nichts mit so Körper. Nicht mit solchen Körpern. Ja. Als ich vorher hineingekommen bin, ich kam ja von außen. Ich kam von außen in den Postadel rein. Und da bin ich so runter und dann habe ich die Türen gesehen und das Gitter und alles. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist eng. Und ich hatte wirklich Angst ein bisschen. Wie ging das Ihnen, als Sie zum ersten Mal hier reinkamen? Angst. Angst habe ich nicht, aber jeder Fehler muss bezahlen in dieser Welt. Super. Jeder Mensch, ja. Es gibt keine andere Welt zu bezahlen Fehler, nur in dieser Welt. Darf ich Sie fragen, warum Sie hier sind? Warum sind Sie im Postadel? Vor Fehler. Wegen einem Fehler? Ja. Einem großen Fehler? Nein, nicht so groß. Nicht so groß, nicht so klein. Kommen vorbei, auch diese Zeit. Nachher kommen neue Leben. Gut. Und haben Sie schon Pläne fürs neue Leben? Ja, normal, wie jeder Mensch. Was ist denn normal? Zu schauen, Familie, arbeiten. Für Familie. Und wie häufig dürfen Sie mit Ihrer Familie Kontakt haben? Hier, im Telefon, jeden Tag.
Sie telefonieren jeden Tag? Ja, zweimal pro Tag. Und die Kinder wissen, wo sie sind? Nein. Wir müssen nur arbeiten, Vater, und nichts anderes. Ich bin klein jetzt. Also jetzt wird alles wieder. Darf ich mal probieren? Können Sie probieren? Bei jeder eins. So. Bei jedem, jedes eine. Aber jetzt kommen. Also jetzt hier. Kommt das hier. Ja. Und dann das. Hier. Ja. So. Bis wo? Bis hier. Ah, bis die zwei kommen. Ach, also. Jetzt sehe ich endlich, wo meine Stühle repariert worden sind. Für mich als Zuger war es immer klar, wenn man etwas zu Korben hat oder etwas aus Korb will, dann geht man in die Poststadel. Warum hat das Korben so eine grosse Tradition in den Gefängnissen? Das kommt von früher her. Das ist eines der ältesten Gewerbe, die es gibt in den Gefängnissen, weil es einfach zu machen ist. Wie weit hat man früher noch den Bachläufe zusammengesammelt, hat das reingebracht und hat man Körbe gemacht. Und Körbe waren früher halt das Produkt, das alle brauchten. Bauern, Bäcker, Metzger, die haben alle ihre Waren drin verpackt. Die sind da ganz alleine mit Menschen, die gröbere Sachen gepostet haben im Leben, die Menschen umgebracht haben. Mörder, mehrfach verurteilte Menschen. Und sie sind ganz alleine in diesem Raum. Ich bin unten reingekommen ins Gefängnis. Und für mich war es schon so beklemmend. Wie schaffen sie das? Das ist eigentlich die Beziehung, die man zu ihnen aufbaut. Man denkt eigentlich, wenn man etwas von einem will, dann muss man eine Beziehung aufbauen. Ich behandle die wie jeder Mensch einen anderen Mensch, aber blenden einfach Taten aus. Aber es gibt eine Grenze, die dürfen sie einfach nicht drüber. Und das ist so ein Grenzlauf, den man macht. Und das sind einfach die Jahre, man weiss, wie man muss umgehen mit ihnen. Kann man Verständnis haben in dem Fall auch für gewisse Taten? Nein. Kann ich nicht, aber ich kann mit dem umgehen. Weil ich kann ja nichts dafür, was sie gemacht haben, und sie wissen das auch. Aber sie sehen das eben drin, dass wir eben schauen zu ihnen, dass sie möglichst schnell das beenden können und einen neuen Lebensabschnitt machen. Wir haben auch schon diese Gefangenen, die hier innen das Korben gelernt haben, und das wird noch nicht. Ich bin froh, gehen die Türen für mich wieder auf. Und ich habe wieder in die Freiheit. Jetzt habe ich ein grosses Ziel. Seit Kindsbein wollte ich mal über den Zugersee. Also nicht mit dem Boot, sondern schwimmen. Schwimmhilfe bekomme ich nicht von den Flügeli, sondern von innen. Da innen sind die Wasserballerinnen vom Club Froschzägeri. Ein super Timing. Darf ich mitfahren? Ja. Die letzten paar Meter. Habt ihr Badhosen dabei? Ja. Gut, ich auch. Habt ihr Neopren dabei? Ja. Für mich auch? Ja. Gott sei Dank. Wie kalt ist der See? 12 Grad. Gut, also wir sehen uns unten am Ufer. Hat jemand von euch Kante? Ja. So viel? Kennt ihr meinen Sohn? Ja. Schön. Nur mal schnell. Ich weiß nicht. Ist gut? Ja. Danke. Und wie ist die Saison gelaufen, die letzte? Das ist unsere erste. Eure erste Saison als Mannschaft Wasserball. Und da spielt man in der Nationalliga A, oder? Aus 20 Damen. Wer von euch ist denn schon mal drüber? Ich. Wie weit ist es effektiv? Weißt du das? Ja, 920.
920. Und was haben Sie für eine Rekordzeit gehabt? Eben, ich glaube 14 Minuten. Ja, habe ich mal nachher. Bitte? 14 Minuten. In 14 Minuten? Ja, aber heute schwimmen wir schon ein bisschen länger. Kannst du übers Wasser laufen? Oder bist du wirklich geschwommen? Ja, bin ich geschwommen. Gell, wartet ein bisschen auf mich, bitte. Ich habe schon lange keine Backkappe mehr angelegt, ist das so? Du musst noch ein bisschen hochziehen. Ich weiss nicht, wo ich sehe sie eben nicht, ich habe die Brille nicht. Am besten zieht sie mir. Ich fasse zusammen. 950 Meter, 12 Grad. 9 junge Spitzensportlerinnen und ein sich selber überschätzender Löhli. Bis nachher. Wir sehen uns dann. Oh nein! Geht's noch? Ja. Ist es kalt? Ein bisschen. Es ist aber gut. Wow! Es sind dann im Fall lange 14 Minuten. Und ich habe das Gefühl, ich werde dauernd überholt. Der mit dem Brustschwung, der jetzt gerade abgehängt wird, bin ich. Das mit der Temperatur ist also kein Problem. Ja. Ja, das ist angenehm. Man schwitzt schon fast ein bisschen. Aber ich kann Ihnen sagen, das Tempo, das die jungen Ladies angeschlagen haben, das killt einem fast. Wie häufig trainieren ihr? Drei Mal pro Woche. Ja. Und ich gehe mit dem Hund spazieren. Hey du. Also, die Hälfte haben wir wahrscheinlich jetzt, ne? Ja, ja. Ein damit auch wirklich nichts schief geht, wachen die Kolleginnen und Kollegen von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft über uns. Und schon sehen wir den ersten Schwan. Es kann nicht mehr weit sein bis zum Ufer. Etwa eine halbe Stunde später und, sagen wir mal, erfrischt, spüre ich endlich wieder Boden unter den Füßen. Eins, zwei, drei! Blau, grün, grün, blau, let's go! Wir haben es geschafft! Super, sie gehört. Hey, Schwan. So wie ich danke euch vielmals. Ihr habt mich sicher hier übergeführt. Manchmal ist es ein bisschen schnell, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe etwa 10 Minuten, dann bin ich wieder daheim. Hier im Ennetsee. Nächste Woche dann sind wir wieder am Wasser. Dann sind wir am Genfersee im Lavo-Gebiet. Bis dann. Gutes Wochenende nach. Wissen Sie, was ich als Tüchlein da vergessen habe? Nein. Nächste Woche ist der Nick auf den Spuren vom Chasselas und entdeckt noch viele andere Geheimnisse. Und jetzt geht's weiter mit «Grüezi Schweiz, die Einwanderer». Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte. Grüß Gott, Herr Hartmann. Ja, sind Sie schon aus der Benigna? Ja. Ich sehe nur ein Auge. Ist gut. Ja. Ich komme jetzt gerade raus. Denk, ja, sehr gerne. Also, freut mich sehr. Grüß Gott, Herr Hartmann. Grüß Sie, Schwester. Ich komme zu Ihnen kröpfeln. Wir haben abgemacht. Ja. Und würde gerne natürlich noch ein Kloster sehen. Von innen. Ich kenne es nur von außen.
Also innen können, Zwillinge können sie natürlich nicht, aber wir könnten den Kreuzgang laufen und hier noch ein bisschen durch Oberchur gehen. Ja, sehr gerne. Sehen Sie sie. Wieso komme ich nicht überall? Ist das... Wissen Sie, das ist Klausur. Ja. Und Klausur, das bedeutet, dass einfach das nur für Klosterfrauen ein Raum ist, oder? Das ist seit eh und je so? Eigentlich schon, ja. Da haben wir noch nie einen reingelassen. Also heisst natürlich, wenn ein Doktor kommt oder wir müssen etwas arbeiten. Ja, ich habe nur ein abgebrochenes Studium. Also, gehen wir los. Die Zisterzienserinnen führen ein einfaches Leben und sie lassen sich voll und ganz auf Gott ein. Trotz Leben in der Klausur zieht das Weltgeschehen aber nicht an ihnen vorbei. Was bedeutet Ihnen diese Kirche? Also sehr viel. Wir schöpfen hier viel Kraft. Und einfach, wir bringen alles auch hin. Wir bringen da unsere Anliegen. Wir bringen die Anliegen von der ganzen Welt hier hin. Kirche, einfach alles, was mir auf dem Herzen liegt. Aber die Anliegen von der ganzen Welt, das ist ja mittlerweile fast nicht mehr zu bewältigen. Einfach klar. Einfach, wir tun es so gut, wie es geht, geistig. Und jede von Ihren Mitschwestern kann das Gleiche genau gleich gut oder könnte sie zum Beispiel etwas besser? Also jede hat seine Fähigkeiten. Was sind Ihre Fähigkeiten? Ja, was muss ich sagen? Vielleicht ich bin jetzt einfach hier im Gebet. Also singen, beten. Können Sie richtig gut? Ja, und sonst bin ich einfach noch ein bisschen der Krankenpflege, ein bisschen, wo ich noch ein bisschen helfen könnte. Wenn müssen wir gehen, kröpfeln? Viertel ab 9 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, wir sollten langsam, oder? Nicht, dass wir das noch verpassen. Einmal in der Woche wird gewurzelt. Aber wenn ich gewusst hätte, wie streng mir dabei auf die ein schwer verdienter Schluck, aber grottenfein. Meine Reise geht weiter in die Bergregion vom Kanton auf Neuheim zum Cheesy. Bei ihm um eine Ecke sind die Hügel mit ihren Linden oben drauf. Das sind die typischen Moränenlandschaften. Perfekt für ein Ausfährtchen. Das ist der Cheesy. Das ist sein Übernamen und kommt von einem Apachenhäuptling, weil er als Kind gerne die Indianer hat. Heute fliegt Thomas Zürcher mit Leidenschaft historische Zweiräder. Vor allem englische Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg. Cheesy! Ja, hallo da. Hey, nicht der Nick. Ciao. Lange nicht mehr gesehen. Boah, das ist ein Bubenzimmer. Hä? Oder schmecken tut's? Wie daheim. Ja, bei mir nicht. Aber es schmeckt ganz fest nach Öl und nach Benzin. Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und ich habe nicht gewusst, dass du da so eine sättig schöne Werkstatt hast. Das ist dein Wohnzimmer. In dem Sinn, ja. Das ist ein zart rosa. Ich habe nicht gewusst, dass du auf sättiges Zeug stehst. Ja, musst du es nicht übertreiben. Es ist für meine Freundin. Warum hat es dir die englischen Töpfe so angetan? Ja. Ich sage es immer so, weißt, es hat auch früher schon Leute gehabt, die haben ein Ross gehabt, und andere, die haben einen Wagen gehabt. Und irgendwie auf dem Ross ist halt einfach viel dynamischer, viel näher an der Sache, viel näher an der Natur, wenn du so willst, sogar, als immer einen Wagen innen sich kutschieren. So. Und das ist mein Zuhause für die nächsten paar Minuten. Ja. Man ist da auch nicht so schnell. Aber natürlich sicher, wie Abraham Schoss, da ist schon fast jede Neuheimer in einer gesessen, in jedem Jahr. Also kannst du auch sicher getrost sein, dass du keine Angst musst haben. Also, das ist das für Führerfahrzeug von Neuheim? Ja, das kannst du so nicht verstanden. Sagen. Nein. Und schon verführt er mich. We'll be right back.
die Anliegen von der ganzen Welt hier hin. Kirche, einfach alles, was mir auf dem Herzen liegt. Aber die Anliegen von der ganzen Welt, das ist ja mittlerweile fast nicht mehr zu bewältigen. Einfach klar. Einfach, wir tun so gut, wie es geht, geistig. Und jede von Ihren Mitschwestern kann das Gleiche genau gleich gut oder könnte sie zum Beispiel etwas besser? Also jede hat seine Fähigkeiten. Was sind Ihre Fähigkeiten? Ja, was muss ich sagen? Vielleicht ich bin jetzt einfach hier im Gebet. Also singen, singen, beten. Können Sie richtig gut? Ja, und sonst bin ich einfach noch ein bisschen der Krankenpflege, ein bisschen, wo ich noch ein bisschen helfen könnte. Wann müssen wir gehen, kröpfeln? Viertel ab 9 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, wir sollten langsam, oder? Nicht, dass wir das noch verpassen. Einmal in der Woche wird gewitzelt. Aber wenn ich gewusst hätte, wie streng mir dabei auf die Finger geschaut wird. Grüezi miteinander. Ja, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie. Jesus. Grüezi, Schwester. Cordula. Cordula? Ja. Hartmann, freut mich sehr. Schwester, guten Morgen. Maria Regina. Lucentia. Lucentia? Innocentia, ja, hoffentlich. Oder? Die Unschuldigen, ja, da hoffe ich schwer. Ich kenne die Kröpfer, ich kenne ich seit etwa 30 Jahren. Hey. Wir sind immer auf der Schulreise, oder wie heisst das, Bittgang? Ja. Von Hünenberg her sind wir ins Kloster Frauental und dann hat es immer die Kröpfer gegeben. Ja. Ja, sie kennen mich wahrscheinlich schon so als kleiner Bub. Sie wissen das nur nicht. Warum sind Sie eigentlich damals vor 54 Jahren in das Kloster eingetreten? Also, ich hatte Klostergedanken. Ich bin auch mit Schwestern in die Schule gegangen, Ingebohlen-Schwestern. Mhm. Aber das geschlossene Kloster habe ich erst hier gelernt. Sie können gerade oben anfangen. Ja. Und dann? Also ich bin nicht gerade so schnell entschlossen. Sie müssen das ganz schön machen. Ah, sehen Sie, das muss man ganz schön auch nicht tun. Sonst ist das Köpfchen nachher nicht schön. Ja. Dann reklamieren die Leute, wenn sie kaufen. Ja, dann reklamieren Sie gescheiter mal bei mir. Genau, das ist gescheiter. Wir müssen ganz schön, das ist ganz schön. So? Das. Ja, so ist es besser. Ganz schön, das ist über 6. Nicht lachen, Schwester, sie hat absolut recht. Ich habe einfach einen Schritt gemacht und habe doch gemerkt, dass das ist. Was hat denn der Freund gemeint damals? Er ist mir gerne noch besuchen. Und das Gitter und alles. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist eng. Und ich hatte wirklich Angst ein bisschen. Wie ging das Ihnen, als Sie zum ersten Mal hier reinkamen? Angst. Angst habe ich nicht, aber. Jeder Fehler muss bezahlen in dieser Welt. Super. Jeder Mensch, ja. Es gibt keine andere Welt zu bezahlen Fehler, nur in dieser Welt. Darf ich Sie fragen, warum Sie hier sind? Warum sind Sie im Postadel? Vor Fehler. Wegen einem Fehler? Ja. Einem großen Fehler? Nein, nicht so groß. Nicht so groß, nicht so klein. Kommen vorbei, auch diese Zeit. Nachher kommen neue Leben. Gut. Und haben Sie schon Pläne fürs neue Leben? Ja, normal, wie jeder Mensch. Was ist denn normal? Zu schauen, Familie. Arbeiten für Familie. Und wie häufig dürfen Sie mit Ihrer Familie Kontakt haben? Hier, im Telefon, jeden Tag. Sie telefonieren jeden Tag? Ja, zweimal pro Tag. Und die Kinder wissen, wo Sie sind? Nein. Wir müssen nur arbeiten, Vater, und nichts anderes. Ich bin klein jetzt.
Und jetzt wird alles wieder. Darf ich mal probieren? Können Sie probieren? Bei jeder eins. So. Bei jedem, jedes eine. Aber jetzt kommen. Also jetzt hier. Kommt das hier. Ja. Und dann das hier. Ja. So. Bis wo? Bis hier. Ah, bis die zwei kommen. Ach, also. Jetzt sehe ich endlich, wo meine Stühle repariert worden sind. Für mich als Zuger war es immer klar, wenn man etwas zu Korben hat oder etwas aus Korb will, dann geht man in die Poststadel. Warum? Singen, beten. Können Sie richtig gut. Ja, und sonst bin ich einfach noch ein bisschen der Krankenpflege, ein bisschen, wo ich noch ein bisschen helfen könnte. Wenn müssen wir gehen, kröpfeln? Viertel ab 9 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, wir sollten langsam, oder? Nicht, dass wir das noch verpassen. Einmal in der Woche wird gewurzelt. Aber wenn ich gewusst hätte, wie streng mir dabei auf die Finger geschaut wird. Grüezi miteinander. Ja, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie essen. Grüezi Schwester. Das ist Cordula. Cordula? Ja. Hartmann, freut mich sehr. Schwester, guten Morgen. Maria Regina. Maria Regina. Luzentia. Luzentia? Innocentia, ja, hoffentlich. Oder? Die Unschuldigen, ja, da hoffe ich schwer. Ich kenne die Kröpfer, ich kenne ich seit etwa 30 Jahren. Wir müssen immer auf der Schulreise, oder wie heisst das, Bittgang? Ja. Von Hünenberg her sind wir ins Kloster Frauental und dann hat es immer die Kröpfer gegeben. Ja. Ja, Sie kennen mich wahrscheinlich schon so als kleiner Bub. Sie wissen das nur nicht. Warum sind Sie eigentlich damals vor 54 Jahren in das Kloster eingetreten? Also, ich hatte Klostergedanken. Ich bin auch mit Schwestern in die Schule gegangen, Ingebohlen-Schwestern. Mhm. Aber das geschlossene Kloster habe ich erst hier gelernt. Sie können gerade oben anfangen. Ja. Und dann? Also ich bin nicht gerade so schnell entschlossen. Sie müssen das ganz schön machen. Ah, sehen Sie, das muss man ganz schön auch nicht tun. Sonst ist das Köpfchen nachher nicht schön. Ja. Dann reklamieren die Leute, wenn sie kaufen. Ja, dann reklamieren Sie gescheiter mal bei mir. Genau, das ist gescheiter. Sie müssen ganz schön, das ist ganz schön. So. Das. Ja, so ist es besser. Ganz schön, das ist besser. Nicht lachen, Schwester, sie hat absolut recht. Ich habe einfach einen Schritt gemacht und habe doch gemerkt, dass das ist. Was hat denn der Freund gemeint damals? Der hat. Er ist mir sogar noch besuchen. Ist nicht wahr? Ja. Aber der ist leider. Er ist. Am 63 bin ich eingetreten, am 72 hat er geheiratet und am 94 ist er gestorben. So. Sie wissen aber gut Bescheid noch über das. Haben Sie da immer noch ein bisschen Kontakt gehabt? Also, ich bin zweimal besuchen. Ja. Und ich habe eine Todesanzeige bekommen. Und ja, ich habe eigentlich ein bisschen gewusst, was läuft und geht. Es ist schöner, ja. So ist ganz gut. Feuchten, und zwar das ganze Jahr, dann ist das die optimale Bedingung für den Reifeprozess in einem Fässchen. Denn jetzt hier, die hier drin sind, die liegen jetzt im Wasser. Wir haben andere Kammern, die nicht im Wasser sind. Aber im Wasser ist es eine Gebung, weil Holz, das im Wasser ist, das ist völlig dicht. Also viele Leute meinen dann auch, ja, es geht Whisky ins Wasser und das Wasser geht in Whisky. Das stimmt natürlich nicht. Das ist wirklich, also schöner geht es nicht mehr. Und du bist eine der einzigen Whisky-Brauerinnen der Welt. Nein, nein, ja? Keine andere. Aber es ist ein untypisches Frauengetränk. Entschuldigung, oder? Aber, eher, aber vielleicht immer weniger. Ich denke, es gibt immer mehr Frauen, die das auch gerne geniessen. Was ist speziell an dem? Er ist fein. Fein, harmonisch, weich. Darf man den als Äther etwas gerne haben, das nicht Kirsch ist?
Sicher. Ich weiß nicht, warum nicht, obwohl ich Kirsche immer noch am allerliebsten habe. Du bist in die Dynastie hineingeboren worden von Setter. Für dich hat das als Kind schon zum Grundnahrungsmittel gehört. Schnaps. Was haben wir da für eine Regelung daheim? Keine. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass es eine gab. Sie haben alles probieren und sie haben es auch nicht gern gehabt. Nein. Und ein Problem mit dem Alkohol hätte ich in eurer Familie nie gehabt. Nein, das ist etwas ganz Faszinierendes. Unser Vater hat uns Kind immer mit auf den Weg gegeben. Denke daran, wenn er zu viel getrunken hat, dann sind die schlechteste Werbung für unsere Firma. Wenn er keinen Alkohol trinkt, sind er auch die schlechteste Werbung für unsere Firma. Jetzt wissen Sie, was es tut. Ich gönne das. Ist wirklich überraschend. Sie bist zufrieden? Sehr, ja. Sehr. Dann gehen Sie regelmässig? Ja, so alle zwei Jahre. Merci. Von der Farbe her ist er auch gut. Ja, ja. Ich kann noch etwas dunkel werden. Mhm. Das ist ein richtiger Single-Mod. Ja. Und der liegt wie lange da unten? Der ist am 27. Oktober 2010 eingefüllt worden. Schön, ja. Man hat sich das Gefühl, wir sind auf einer Pirateninsel, wenn man da hinten kommt. Ja, ja, genau. Nick, willst du schon mal ziehen? Okay. Achtung, vorsichtig, uneben. Jetzt kann man hier so Stadiebeta drücken. Super, machst du das? Perfekt. Also besser wie ich vorhin. Bravo! Wunderschön. Und jetzt musst du da oben wieder da. Ja, prima. Jetzt kommt's. Ein schwer verdienter Schluck, aber grottenfein. Warum sind Sie eigentlich damals vor 54 Jahren in das Kloster eingetreten? Also, ich hatte Klostergedanken. Ich bin auch mit Schwestern in die Schule gegangen, Ingebohlen-Schwestern. Mhm. Aber das geschlossene Kloster habe ich erst hier gelernt. Sie nicht ein bisschen, ja. Sie können oben anfangen. Ja. Und dann? Also ich bin nicht gerade so schnell entschlossen. Sie müssen das ganz schön machen. Ah, das ist, das muss man ganz schön auch nicht tun. Sonst ist das Köpfchen nachher nicht schön. Ja. Dann reklamieren die Leute, wenn sie kaufen. Ja, dann reklamieren sie gescheiter mal bei mir. Genau, das ist gescheiter. Wir müssen ganz schön, das ist ganz schön. So? Das. Ja, so ist es besser. Ganz schön, das ist besser. Nicht lachen, Schwester, sie hat absolut recht. Ich habe einfach einen Schritt gemacht und habe doch gemerkt, dass das ist. Was hat denn der Freund gemeint damals? Der hat. Er ist mich gerne noch besuchen. Ist nicht wahr? Ja. Aber der ist leider. Er ist am 63 bin ich eingetreten, am 72 hat er geheiratet und am 94 ist er gestorben. So. Sie wissen aber gut Bescheid noch über das. Haben Sie da immer noch ein bisschen Kontakt gehabt? Also, ich bin zweimal besuchen. Ja. Und ich habe eine Todesanzeige bekommen. Und ja, ich habe eigentlich ein bisschen gewusst, was läuft und geht. Jetzt ist schön, ja. So ist ganz gut. Und Sie sind wann eingetreten? Am 62. am 25. März. 22. Ich bin. Zehn Geschwister waren wir. Und sind noch andere Geschwister, die auch ins Kloster? Nein, alle waren dagegen. Die ganze Familie, Zelten und alles. Ich habe gesagt, ich komme wieder heim. Geht in Ordnung, kommst du wieder heim. Mit 18 habe ich gewisse Heiraten nie. Aber was habe ich nicht gewusst? Das ist die Väter. Einfach, ich weiß nicht warum. Ja, das kann man glaube ich, nicht erklären, oder? Einfach kein Mann wählen. Ich brauche keinen. Ja, das ist ja gut gegangen, oder? Ja, ich bin immer. Ich bin ja nicht beschissen worden. Ja gut, aber jeder Mann bescheisst nicht, oder? Also, jetzt tun Sie mir aber Unrecht. Ja? Das geht echt. Ja. Ich verstehe nicht, was das heißt. Ich war einfach ein Ruf und gerufen. Was? Immer wieder kommen. Was sind denn jetzt, so kann man das sagen? Das klingt vielleicht blöd, das klingt wie wenn ich die Ferien buchen möchte. Aber was sind denn so die Vorteile, wenn man so lange Zeit in so einem Kloster drin war? Ja, man muss gerne beten, wenn man ins Kloster muss. Wenn einer nicht beten muss, muss nicht reinkommen. Ja.
Sehr pragmatisch. Darf ich Sie fragen, warum Sie hier sind? Warum sind Sie im Postadel? Vor Fehler. Wegen einem Fehler? Ja. Einem großen Fehler? Nein, nein, nicht so groß. Nicht so groß, nicht so klein. Kommen vorbei, auch diese Zeit. Nachher kommen neue Leben. Gut. Und haben Sie schon Pläne fürs neue Leben? Ja, normal, wie jeder Mensch. Was ist denn normal? Zu schauen, Familie, arbeiten. Vor Familie. Und wie häufig dürfen Sie mit Ihrer Familie Kontakt haben? Hier, im Telefon, jeden Tag. Sie telefonieren jeden Tag? Ja, zweimal pro Tag. Und die Kinder wissen, wo Sie sind? Nein. Wissen nur arbeiten, Vater, und nichts anderes. Ich bin klein jetzt. Also jetzt wird alles wieder. Darf ich mal probieren? Können Sie probieren. Bei jeder eins. So. Bei jedem, jedes eine. Aber jetzt kommen. Also jetzt hier. Kommt das hier. Ja. Und dann das hier. Ja. So. Bis wo? Bis hier. Ah, bis die zwei kommen. Ach, also. Jetzt sehe ich endlich, wo meine Stühle repariert worden sind. Für mich als Zuger war es immer klar, wenn man etwas zu Korben hat oder etwas aus Korb will, dann geht man in die Postadel. Warum hat das Korben so eine grosse Tradition in dem Gefängnis? Das kommt von früher her. Das ist eines der ältesten Gewerbe, die es gibt in den Gefängnissen, weil es einfach zu machen ist. Wie weit hat man früher an den Bachläufen zusammengesammelt, hat das reingebracht und hat man Körbe gemacht. Und Körbe waren früher halt das Produkt, das alle brauchten. Bauern, Bäcker, Metzger, die haben alle ihre Waren drin verpackt. Die sind da ganz alleine mit Menschen, die gröbere Sachen gepostet haben im Leben, die Menschen umgebracht haben. Peter. Freut mich. Hartmann, grüezi, Peter. Gut. Danke vielmals. Haben Sie mal gezählt, wie viele Körbe dass Sie schon geflochten haben? Gezählt? Nein. Nur weiß viel, ja. Viele Jahre. Körbe? Hier 17 Monate. Okay. Seit 17 Monaten flechten Sie hier Körbe? Ja. Haben Sie schon einmal Kirschen gepflückt? Selber am Baum? Ja. Ja. Aber nichts mit so Körben. Nicht mit solchen Körben. Ja. Als ich vorher hineingekommen bin, ich kam ja von außen. Ich kam von außen in den Postadel rein. Und da bin ich so runter und dann habe ich die Türen gesehen und das Gitter und alles. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist eng. Und ich hatte wirklich Angst ein bisschen. Wie ging das Ihnen, als Sie zum ersten Mal hier reinkamen? Angst. Angst habe ich nicht, aber jeder Fehler muss bezahlen in dieser Welt. So, jeder Mensch, ja.
Es gibt keine andere Welt zu bezahlen, Fehler, nur in dieser Welt. Darf ich Sie fragen, warum Sie hier sind? Warum sind Sie im Postadel? Vor Fehler. Wegen einem Fehler? Ja. Einem großen Fehler? Nein, nicht so groß. Nicht so groß, nicht so klein. Kommen vorbei, auch diese Zeit. Nachher kommen neue Leben. Gut. Und haben Sie schon Pläne fürs neue Leben? Ja, normal wie jeder Mensch. Was ist denn normal? Zu schauen, Familie, arbeiten. Für Familie. Und wie häufig dürfen Sie mit Ihrer Familie Kontakt haben? Hier, im Telefon, jeden Tag. Aber es schmeckt ganz fest nach Öl und nach Benzin. Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und ich habe nicht gewusst, dass du da so eine sättig schöne Werkstatt hast. Das ist dein Wohnzimmer. In dem Sinn, ja. Es ist zart rosa. Ich habe nicht gewusst, dass du auf sättiges Zeug stehst. Ja, musst du es nicht übertreiben. Es ist für meine Freundin. Warum hat es dir die englischen Töpfe so angetan? Ja, ich sage es immer so. Weißt, es hat auch früher schon Leute gehabt, die haben ein Ross gehabt. Und andere, die haben einen Wagen gehabt. Und irgendwie auf dem Ross ist halt einfach viel dynamischer, viel näher an der Sache, viel näher an der Natur, wenn du so willst, sogar, als wenn man einen Wagen innen sich kutschieren lässt. So. Und das ist mein Zuhause für die nächsten paar Minuten. Ja. Man ist da auch nicht so schnell. Aber natürlich sicher, wie Abraham Schoss, da ist schon fast jede Neuheimer in einer gesessen, in jedem Jahr gehabt. Also kannst du auch sicher getrost sein, dass du keine Angst mehr hast. Also, das ist das für Führerfahrzeuge von Neuheim? Ja, das kannst du so nicht sagen. Und schon verführt er mich. Tolle Maschine und eine wunderschöne Gegend. Das ist die Moränenlandschaft. Also, schau mal, das ist wie eine Postkarte heute. Das da, gell, das sind alles Moränen. Das heisst, da irgendwo ist da überall mal Gletscher gewesen. Ja, die Wissenschaft behauptet das, aber eigentlich war es anders gewesen. Das war alles mal tätschärde flach und gar nicht der Linkgletscher. Und dann haben die Bauern irgendwann gefunden, sie hätten zu wenig Land. Sie haben mit dem Teufel einen Deal gemacht. Und dann hat der Hurt die Hügel aufgestossen, dass sie mehr Land haben. Sie haben ein paar Seelen gegeben und er hat mehr Land versprochen. Und anstatt dass es mehr Fläche geworden ist, hat er einfach die Hügel gestossen. Und zum dem Einhalt gebieten, haben sie überall auf die Hügel auf eine schnelle Linde gepflanzt, dass er nicht mehr hätte weiterstossen können. Das ist eigentlich die richtige Geschichte. Das heißt, wirklich auf jedem Hügel hat es eine Linde? Ja. Komm. Ich muss. Und dort, wo ich jetzt her muss, wo sonst eigentlich niemand freiwillig her.